Cool. For charging, very easy. I take this cable here. Okay. And connect it to the powers. There. Yeah. I made it. Gut. Hier. Das hier. So. Started to charge. And start to charge automatically. And how you know that it's fully... Here. We ah, we okay. have a display. Come here. Okay. Hier passt Ihr Alpenhornbein? Ja, wir haben zusammengepackt. Hier an die Seite, da schiebe ich meine Lehne ein bisschen auf die Seite und dort kommt hier der Schaltrichter und dann fahre ich. Ich habe ja bloß Bremse und Gaspedal. And what's price for these cars? Approximately. Guess the price. What do you think? I think this is maybe 20,000 euros or more. No. 12 in this moment. The company sells for a new, yeah, mm-hmm. For 12,999 euros. Twelve thousand euros, inclusive the new type of batteries. You are interested to see it? Oh. Wo ist denn der Mechaniker? Raufdrehen bitte. Ich glaube, das sind alle Ingenieure. Ja, aber das hat nichts zu sagen. Ne? Es ist besser, es kommt. Das auch praktisch. Das ist bezogen. Das ist ja. Zierwing zurück bitte. Ja, zum Beispiel, wo ist die Station auch nicht? Das ist immer der. Ach, hier der. Ja, klar. So, jetzt hochgehen. Jetzt geht's. Oh. Das ist diese neue Lithium-Batterie. Und die Bleibatterien sind aber ein bisschen größer, da ist die am Platz, ich spart jetzt zum Beispiel ja. Und Gewicht. Ja. Und vor allem Gewicht, ne? Und die haben auch diesen schönen Regler und jetzt sehe ich auch da vorne, wie viele Amperestunden ich habe und ich kann auch den Stromfluss begrenzen. Also wenn ich besonders sparsam fahren will, dann komme ich vielleicht sogar 100 Kilometer weit. Gesamtfahrstrecke, ne? Hat der jetzt eigentlich auch noch Rekuperation? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Und zwar ist das ein Problem, haben sie mir erklärt, weil der Antrieb mit der Übersetzung ist jetzt ausgelegt, dass er bei Maximalspannung eben 50 Kilometer schnell ist pro Stunde. Fahre ich einen Berg runter, kuppelt der hier aus, dann fahre ich mit 90 runter, da hinten auf einmal.